Also ich mache das auf Deutsch wie ausgemacht und mein Name ist Martin Hablisreiter. Vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung und ja, es wurde auch schon gesagt, ich bin Architekt, man sieht das da glaube ich ganz gut, gemeinsam mit Sonja Stummerer, sehr schnell habe ich an der Wiener Universität für angewandte Kunst Architektur studiert. Wir sind dann nach London gegangen, haben dort einiges zur Architektur gesehen, was uns gar nicht mehr so gut gefallen hat, was uns zu weit weggebracht hat von sozialen Problemstellungen. Haben auch tatsächlich gebaut, haben dazwischen mal ein Jahr in Japan gelebt, dort sehr viel gelernt, haben gebaut, haben Möbel gemacht und sind dann irgendwann einmal beim Essen gelandet. Weil wir uns einfach die absurde Frage gestellt haben, warum hat die Semmel 5 Teile? Also ich weiß das ja immer noch nicht, warum die Semmel 5 Teile hat, aber es hat uns zu allerhand Geschichten gebracht. Wir machen mittlerweile Ausstellungen, Performances und so weiter. So, aber was hat das jetzt alles mit Design zu tun? Das ist ja immer so eine komische Frage, ja? Warum muss man da schon wieder irgendwie so ein blödes Wort erfinden? Food Design, ja? Wer braucht das? Das Essen soll schmecken, fertig, aus, Punkt, mehr wollen wir nicht. Das eine ist, Design ist viel mehr als irgendeine Behübschung. Das muss man mal von vornherein dazu sagen. Die Sonja hat zu dem Thema dissertiert und ist auch draufgekommen, ganz wurscht, was sie in die Hände nehmen. Jedes Ding, jedes Objekt trägt eine Botschaft in sich. Und um Ihnen das ein bisschen zu verdeutlichen, gebe ich Ihnen ein kleines Beispiel, nämlich Bürsten. Ja? Sie wissen ziemlich genau, wofür das alles gut ist und jetzt nur so eine kleine Geschichte, stellen Sie sich vor, Sie laden 10 Verwandte ein, Bekannte von mir aus auch, machen irgendeine Suppe und kaufen einen Klobesen, ja, einen ganz neuen Klobesen, öffnen diesen Klobesen vor Ihren Verwandten oder Freunden, kochen ihn 5-mal vor Ihren Verwandten oder Freunden aus und rühren dann einmal mit diesem Klobesen die Suppen um. Und ich verspreche Ihnen, 50% Ihrer Gäste werden diese Suppe nicht kosten. Weil wir alle wissen, ein Klobesen ist fürs Klo und für sonst nichts. Obwohl das ein stinknormales Stück Plastik ist. Das heißt, alles, was wir mit Objekten zu tun haben, spielt sich in Ihrem Kopf ab und in unserer Kultur. Und das kann auch ein gewisses Problem sein. Was uns sogar dazu geführt hat, dass wir eine Putzperformance gemacht haben, um einfach einmal zu wissen, wie das ist. Beziehungsweise wir sind so vom Essen überzeugt, als geschichtsträchtigstes Element, dass wir uns einmal sogar selbst auffressen haben lassen. In Paris war das. So, aber kommen wir zurück zum Essen an sich. Ja, man glaubt ja immer, Essen wächst ohnehin irgendwo und fertig aus. Das ist nicht so. Nichts, 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 es sei denn frische Himbeeren oder Heidelbeeren, ist nicht in irgendeiner Weise vom Menschen gestaltet. Ja, wir sind keine Affen mehr, wir sitzen nicht mehr auf Bäumen und jedes Rind, jedes Weizenkorn, jedes Gemüsestück ist im Laufe der Menschheitsgeschichte irgendwann einmal vom Menschen umgestaltet worden. Mutter Natur, wenn man so will, wurde von der Kulturpflanze oder vom Kulturnutztier abgelöst. Dessen müssen wir uns gewahr sein. Mag Videos. Also was wir da mit aussagen wollen, das ist, wenn wir jetzt quasi in der Erde graben und Erdäpfel ausgraben, das ist im Garten meiner Eltern im Mühlviertel, dort bin ich aufgewachsen, dann graben wir sozusagen Tabakschirlen aus. Ja, es ist nichts mehr natürlich oder Cola-Dosen oder was auch immer. Und wenn Sie in den Supermarkt gehen und dann immer noch glauben, dass Sie nachhaltig leben, dann läuft was falsch. Ja, weil solange wir glauben, dass wir an 365 Tagen im Jahr an jedem Ort Österreichs von 7 Uhr früh bis 19 Uhr exakt das gleiche Angebot an Lebensmitteln haben können, das nie ausgehen darf, dann sage ich Ihnen was, Sie sind Industriedesign, ja, weil Sie nämlich das Industriedesign essen. Also, wir sind in irgendeiner Weise designed. Jetzt möchte ich Ihnen kurz erklären, was ist denn Food Design eigentlich?
Also wir haben uns die Frage gestellt, welche Parameter spielen denn eine Rolle, wenn Essen gestaltet wird? Grundsätzlich ist es so, es gibt die fünf Sinne, es gibt funktionelle Geschichten und es gibt die Kultur. Fangen wir mit den fünf Sinnen an. Der berühmte Geschmack, ja, schmecken, so ist bla bla bla, ist eigentlich ein philosophischer Begriff von Immanuel Kant, damit will ich Sie nicht langweilen, aber er hat damit gemeint, man soll Kunst beurteilen und nicht essen. Die Zunge an sich ist ziemlich dämlich, kann nur 4, vielleicht 5, vielleicht 6 verschiedene Geschmacksrichtungen unterscheiden, süß, sauer, salzig, bitter, möglicherweise Umami, der Veri-Expert Österreich sitzt in der ersten Reihe, ich will mich da jetzt nicht auslassen. Etwas besser benannt ist die Nase, kann schon 278 verschiedene Substanzen unterscheiden, also Sie kennen das jetzt gerade, wenn man Schnupfen hat, schmeckt man nichts mehr. Auch das Auge isst bekanntlich mit. Wir in Europa bevorzugen Rot, sehr leicht herauszufinden, wenn Sie einen Sackerl Gummibären öffnen und sortieren nach Farben, sehr meditativ. Sie werden draufkommen, im Gummibärensackerl haben die Roten immer die Mehrheit. Immer, sogar in Niederösterreich, ja, und sogar nach der letzten Wahl, weil die Konsumenten behaupten, die Roten schmecken am besten. In Blindtests gewinnen immer die Weißen. Man sieht aber auch, Türkis ist nicht immer nur positiv. Ja, es kann auch ein bisschen so an Schimmel erinnern oder an was Altes, was man eigentlich nicht mehr so braucht oder so will oder was gesundheitsschädlich sein kann. Also wir sehen auch, ist übrigens deutlich älter als Sebastian Kurz das Foto, wir sehen auch sehr genau, was schmackhaft sein kann und was nicht. Und dann haben wir auch noch etwas, was wir als Sehgewohnheiten bezeichnen. In jeder Kultur gibt es gewisse Parameter, die uns etwas als schön erscheinen lassen oder nicht. Das ist relativ einfach herauszufinden, wenn Sie mal eine Vogue aufmachen in Frankreich, Österreich und Amerika. Die Models schauen überall ein bisschen anders aus. Das erkennt man auch an den Autos und das erkennt man natürlich auch bei Sehgewohnheiten, was das Essen betrifft. Ja, also bei uns gibt es zum Beispiel nie zwei gleiche Stücke, außer bei den Frankfurter Würstel. Aber in Japan kriegen sie immer zwei Sushi, bei uns kriegen sie bei einem immer nur 1, 3, 5 und so weiter und so weiter. Und wenn es dann aber irgendwie schlampert ist, so wie der Kugelhupf, den man nur im Photoshop machen kann, dann ist das schier. Ja, nachdem ich Oberösterreicher bin, habe ich mich auch immer wieder gefragt, warum hat das Linzer Auge nur 1? Ja, es müsste eigentlich Linzer Zyklop heißen oder 3, ja, je nachdem. Das ist, weil wir gerade Anzahlen beim Essen als unnatürlich empfinden und das ablehnen. Dann gibt es etwas, das ist mein Lieblingsding, das ist die Konsistenz. Ja, angeblich sind 70-80% des Lustempfindens beim Essen rühren von der Konsistenz, also Bissfestigkeit einer Speise her. Sie kennen das, es gibt vieles, was einfach eigentlich noch nichts schmeckt. Na, Mozzarella schmeckt nach Tomaten, Basilikum und Olivenöl. Austern, Schluck Seewasser mit Rotz. Was haben wir noch so? Schnecken, Knoblauchbutter. Aber die Konsistenz ist unglaublich geil. Und wenn die nicht stimmt, dann funktioniert es nicht. Geht sogar bei Getränken so. Ja, auch Getränke haben eine spezifische Konsistenz, die das Bier zum Beispiel dann gut oder schlecht machen. Bier ohne Kohlensäure schmeckt, will ich jetzt nicht sagen. Ja. Was sogar so weit geführt hat, dass also auch Bier ohne Schaum schmeckt nicht. Ja, die Firma Guinness hat unglaublich viel Geld investiert, um das Bier in Gefäße füllen zu können, weil sich der Stickstoff nicht gehalten hat, ewig lang in Flaschen. Und wenn Sie eine Guinness-Dose schütteln, dann klappert es immer so schön, da ist eine Stickstoffkapsel drinnen, die dann beim Ausgießen quasi sich öffnet und den Schaum aufbaut im Bier, weil man Guinness ohne Schaum nicht trinken kann, angeblich. Geht aber auch beim Kaffee, diese Theorie und so weiter und so weiter. Essen klingt natürlich auch. Sie hören, ob etwas warm oder kalt ist. Sie hören, ob etwas frisch oder alt ist. Schlichtweg, auch beim Essen wird gestaltet, speziell in Industriegeschichten, ob etwas positiv oder negativ klingt. Ne, ich meine, das ist ja auch eine alte Geschichte. In einem Porsche zum Beispiel wird ja das Motorengeräusch von der Motorhaube in die Fahrerkabine eingeleitet, um den Fahrer potenter zu machen. So ist es beim Essen auch. Dinge klingen. So, ich bin heute sehr schnell. Dann gibt es das, was wir als Funktion bezeichnen. Es gibt den guten alten Spruch, Form follows Function.
Im deutschsprachigen Raum ist es besonders ausgeprägt, ja, lieber schier und praktisch, ja, das ist so unser Credo. Aber es ist natürlich auch ganz, ganz, ganz intensiv beim Essen, da weil Essen muss zum Beispiel transportiert werden, es muss gestapelt werden. Wenn man sich überlegt, wie etwas von der Produktion bis ins eingeräumte Küchenkastel sein muss, damit das ständig irgendwie diesen Anforderungen vom Traktor über die Lagerhalle, über den LKW, über den Supermarkt, das Einkaufswagen, die Einkaufstasche bis hin zum Kühlschrank funktionieren muss, dann ist das schon ziemlich durchgestaltet und eigentlich ist die Palette das Maß aller Dinge, nicht mehr der menschliche Körper. Man sieht das dann noch einmal, beziehungsweise da noch einmal, ja, das Fisch ist doch nicht unbedingt rechteckig, glaube ich. Also ich habe zumindest noch keinen gesehen. Funktioniert aber perfekt, hat aber auch andere Gründe, zu denen später. Dann geht es auch immer darum, wie wird was wo gegessen. Ja, das alte gute Märchen, dass nur zu Hause am Familientisch alles super und lässig ist und dass wir ständig dort essen. Ja, wir essen im Zug, im Hörsaal, im Museum heute und so weiter und so weiter. Und jede dieser Situationen verlangt nach einer eigenen Gestaltung, damit das überhaupt geht, ja, Wurstsemmel und so weiter. Dann gibt es Dinge, die wir haben, um anderes damit essen zu können. Ja. Da werden Oberflächen so gestaltet, dass zum Beispiel die Soßen perfekt halten oder die Formen und so weiter. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, nämlich der Kultur. Die Kultur ist etwas extrem, sie essen nämlich nur oder ihnen schmeckt nur, was ihrer Kultur entspricht. Wenn es dann aus der Kultur rausgeht, wird es extrem schwierig, teilweise zumindest. Und wir essen auch ganz viel, wo wir gar nicht mehr wissen, woher das eigentlich kommt. Ja, manches ist einfacher, zum Beispiel das heißt Pana Ferra Rese. Man muss aber nicht unbedingt Sigmund Freud Sexualtheorie lesen, um sich irgendwie auszumalen, was das ungefähr für Bedeutung hat. Oder das Ding da, ja, man glaubt ja immer, das wurde fürs Münchner Oktoberfest erfunden, die Brezel, ist aber nicht. Ja, das war ursprünglich ein Gebetsbrot. Die Christen haben nicht immer so gebetet, wie es Albrecht Dürer aufgezeichnet hat, sondern ursprünglich so. Und jetzt stellen Sie sich eine Brezel auf meiner Brust vor und daher kommt das Ding. Also man kann irgendwie sagen, dass diese alte Geschichte, dass man das Herz des Gegners fressen soll, um sich dessen Stärke einzuverleiben oder das Hirn wegen der Weisheit und so, das haben wir immer nur ein bisschen. Ja, es heißt halt jetzt Red Bull oder Actimel oder so. Sie essen immer eine Botschaft. Das tun sie auch gern und man glaubt ja auch die absurdesten Geschichten dabei. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist auch das. Ja, die alte Legende. Die Türken waren vor Wien 1683 und ein Bäcker in der Wiener Blutgasse hat daraufhin das Kipferl erfunden. Aha, das Kipferl gab es schon in der Antike, es war ein Opferbrot für die Mondgöttin Selene und wurde dann irgendwann einmal gedreht, der Mond wurde zum Horn, das Teufelshorn, deswegen heißt es in Deutschland Hörnchen und zum Beispiel die Wiener Donauschiffer im 12. Jahrhundert, also deutlich vor der zweiten Wiener Türkenbelagerung, haben Kipferl ins Wasser geschmissen, um den bösen Wasserdämonen zu zeigen, lasst es uns anklagen, wir sind mit eurem Chef im Bund, also mit dem Teufel höchstpersönlich. Die Idee, das Böse mit dem Bösen zu beseitigen, gab es also schon vor unseren heutigen Innenministern. Dann habe ich mich auch ständig gefragt, ja, warum ist die Hostie rund? Ja, also woher kommt denn das? Und warum ist es so klein, vorportioniert und so weiter? Und da muss ich jetzt doch ganz kurz was sagen dazu. Ich habe das selber fast nicht geglaubt, aber das kommt daher, dass also nur im katholischen Glauben Gott höchstpersönlich während der Wandlung in das Brot hineingeht. Ja, das ist eine Kernessenz des katholischen Glaubens. Und wenn man dieses Brot jetzt bricht, dann bröselt es. Ja, also wenn man ein richtiges Brot nehmen würde. Und dann kann es passieren, dass ein Stück Brot, ein Stück Gott auf den Boden fällt und jemand draufsteigt. Und um das zu vermeiden, sind die Dinger vorportioniert. Wir fragen uns nur nicht, warum das so ist.
dann geht es natürlich auch immer darum, wie teilt man etwas, das ist uns in Japan passiert und wir haben uns gedacht, seid ihr deppert, dann haben wir uns gedacht, warum glauben wir, seid ihr deppert, es ist ja, also, bis hin zu der Frage, dass ich sage, wir essen immer noch Mythen, ja, also wir haben immer noch Miraculix lebt, wenn man so will, wir trinken Zaubertränke, weil wir glauben, dass ein Getränk mit 8 Zuckerwürfel drin uns gesünder macht oder potenter oder schöner oder wie auch immer. Also das, was man da jetzt sieht, das sind japanische Teegebäcke, wir haben keine Ahnung, was das ist, wofür das steht, wie das schmeckt. Schmecken tut es überhaupt nicht gut. Und wir stehen da und sagen, boah, die Japaner. Das Coole ist nur, die Japaner stehen da und sagen, boah, die Österreicher. Also wir haben keine Ahnung und alles ist kulturell konstruiert. Und das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich des Hineinstopfens von Essen. Wir bezeichnen das als Eat-Design. Dieser Akt, ja, den kennen wir, was man so im besten Fall dreimal pro Tag gehen wir irgendwas rein und dazu benutzen wir Werkzeuge, Kleidung und so weiter, Räume. Und wenn man sich das Bild jetzt anschauen, dann glauben Sie jetzt vermutlich, wir haben das Kind gegessen. Also ich habe ihn heute noch gesehen, er ist mittlerweile 8 Jahre alt und war heute Morgen wohl auf. Aber warum glauben Sie das? Sie glauben das, weil dieses Kind auf einem Stück Metall sitzt und es ist eigentlich überhaupt nichts dabei, ein Kind auf ein Stück Metall zu setzen, außer dass er am Saugholz war. Der Punkt ist, Sie wissen ganz genau, dass das ein Tablett ist, also ein altes, ja, so eins ohne Apfel drauf. Und weil Sie wissen, dass das ein Tablett ist und dass das normalerweise Kellner anhaben, jetzt haben Sie das Gefühl, dass das jetzt sozusagen irgendwie mit Kannibalismus zu tun hat. Sie können Objekte lesen und weil Sie das tun, interpretieren Sie jede Situation, in die Sie kommen und wissen immer sofort, welche Situation wofür gut ist. Und das trifft natürlich auch auf alles bei Tisch zu. Wenn Sie in einen Raum hineinkommen, der so gedeckt ist, dann wissen Sie, Sie sind relativ geschwind beim Essen fertig. Es gibt nicht wirklich was Besonderes, aber es ist möglicherweise ja Gaude. Ja? Wenn Sie hingegen in einen Raum kommen, wo 3 verschiedene Weingläser vor jedem Gedeck stehen und 3 verschiedene Messer und so weiter, dann wissen Sie, das Essen wird wahrscheinlich sehr gut, das Gespräch wird wahrscheinlich eher fad, ja? Es wird lang dauern und hoffentlich lädt mich wer ein. Und das wissen Sie alles binnen Sekunden. Sie können das lesen. Nur wenn Sie in eine andere Kultur gehen, können Sie es nicht mehr lesen. Damit wieder zu unserer Bürstengeschichte. Ja? Also jede dieser Bürsten hat eine Funktion. Sie würden nicht eine Rückenbürste in den Mund stecken und so weiter und so weiter. Das ist das, was wir als E-Design bezeichnen und das Lustige daran ist, na komm, wo bist du denn? Dass man da auch ziemlich irritieren kann. Ja, wenn man dann irgendwas ein ganz kleines bisschen falsch macht, sozusagen keine Manieren hat, ist man sofort aus der Gesellschaft draußen. Wir sind umgeben von einem Korsett an Regeln, ja, an die wir uns unbedingt halten müssen. Und ich wage zu behaupten, dass wenn ich Sie jetzt frage, dass sich mehr Personen hier im Raum an Tischmanieren halten als an die Straßenverkehrsordnung. Ich möchte Ihnen nur sagen, die Straßenverkehrsordnung ist ein Gesetz, das Ihrer Sicherheit dienen soll. Tischmanieren sind ein kulturelles Konstrukt. Ich gehe dort immer noch zum Zahnarzt.
Das Lustige ist also, wir haben tausende verschiedene Geräte, Objekte, Artefakte, mit denen wir uns irgendwie ein bisschen einen steifen Tischalltag zusammenbasteln, haben aber keine Ahnung, warum wir diese ganzen Trümmer verwenden. Also als wir dieses Buch geschrieben haben, wo das auch dabei ist, E-Design, haben wir ewig lang recherchiert, teilweise um herauszufinden, woher die Dinger kommen. Und eine für uns auch essentielle Frage ist, warum sind die Europäer die einzige Kultur der Welt, die mit einer Waffe essen? Das macht sonst keiner. Die Leute essen entweder mit den Fingern oder mit zwei Holzstaberl. Und selbst die angeblich so martialischen Amerikaner schneiden ihr 6,5-Kilo-Steak, das so dick und so groß ist, mit dem Messer vor, in kleine Stückerl, so wie man das bei uns beim Kind macht, legen dann das Messer hin, tauschen die Gabel in die rechte Hand und essen. Für uns ist das total infantil. Ja? Aber warum? Und warum tun wir das? Und eine interessante Interpretation hat mir die Direktorin des Deutschen Klingenmuseums, sowas gibt es, in Solingen gegeben. Die hat gesagt, dass der 30-jährige Krieg und die Erfindung des Schießpulvers dazu geführt hat, dass wir jetzt mit Messern essen. Weil nämlich die Erfindung des Schießpulvers die alten Waffenschmiede alle arbeitslos gemacht hat. Was macht man in so einem Fall? Ein Konjunkturprogramm. Und dieses Konjunkturprogramm war Besteck für alle. Und so kam es dann dazu, dass die Europäer damit begannen, liegende Gedecke anzuschaffen, mehr und mehr über die Jahrhunderte, um die Hockenstaden-Waffenschmiede irgendwie am Leben zu erhalten. Es ist aber bei Tisch, muss man auch sagen, gleichzeitig so, dass es da schon noch sehr guten alten Regeln zu folgen gibt. Ja, bei Tisch ist das Patriarchat schon noch immer ziemlich massiv da. Ja. Er schneidet auf, was sie gekocht hat. Das gibt es in bürgerlichen Haushalten noch. Das Messer ist immer noch so ein unglaublich herrschaftliches Symbol. Ja, man schneidet ja auch sehr alten Menschen oder auch Kindern vor und definiert damit sozusagen, was die zu essen kriegen. Das ist aber auch eine sehr machtvolle Position. Und in Österreich war es im 19. Jahrhundert noch extrem unüblich, dass Frauen ein Messer zugestanden wurde. Also das kam erst während der letzten Jahre. Und das Lustige ist, dass das eigentlich wirklich praktikable Tischwerkzeuge der Löffel ist. Der ist ja wirklich funktional, der bringt ja was. Ja, wir sind keine Tiere, wir haben keinen Schnabel, wir haben keine Zunge, um etwas leicht zu trinken. Und wenn etwas heiß gemacht wird, dann ist es extrem schwierig, es so zu essen und es ist ja nicht wirklich dicht, die Hand. Also gibt es seit mindestens 4.000-5.000 Jahren etwas mit einem Löffel. Das würde ich übrigens nicht empfehlen, weil also, ich bin damals dann irgendwie eine Woche lang ungefähr allein im Straßenbahnwaggon gestanden immer. Es dauert eine Zeit, bis man die Duftnoten wieder los wird. Etwas anderes ist die Erfindung des Glases. Ja, auch das, Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, ist schwierig. Deswegen sind Becher oder Gläser etwas, oder eigentlich Becherkelche etwas, das immer unglaublich mythologisch konnotiert war. Ja, der Becher war etwas sehr Wichtiges für frühe Kulturen. Es gibt sogar eine eigene Becherkultur bei den Kelten. Und dann gibt es natürlich die ganzen Pokale und so weiter und so weiter. Und eigentlich kann man ja auch sagen, dass das wichtigste nicht aufgefundene religiöse Artefakt des Christentums ja auch ein Becher ist, nämlich der Heilige Gral. Also den Indiana Jones hat ihn gefunden, ich weiß eh, aber wo er dann wieder hin ist, wissen wir nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, dann sage ich Ihnen, zumindest alle 4 Jahre fällt die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich die Männer, in eine völlige Schockstarre, weil sich jeweils 11 Männer um einen Becher streiten. Das nennt man Fußballweltmeisterschaft, World Cup. Das haben Sie schon ein bisschen gesehen. Beim Essen ist man auch immer in einem Revier, das ist auch neu, so 60 mal 40 Zentimeter, das darf man auf gar keinen Fall verlassen, dieses Revier, das ist extrem unhöflich, das ist entweder ein Zeichen von extrem junger Liebe oder überhaupt kein Benimm. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einer Wirtssitzung, darf ich mal? Schwierig. Ja.
Dann sind diese ganzen Möbel und so weiter, also da könnte ich Ihnen jetzt die Geschichten erzählen, so viel Zeit haben wir nicht, aber das Absurde ist, wir werden auch in ganz spezifische Körperpositionen hineingezwängt und aus denen dürfen wir uns auch nicht rausdingsen. Ne? Also wenn Sie sich jetzt wieder vorstellen, so ein teures Restaurant, angeblich was extrem Lustvolles, Sie sitzen 4 Stunden lang bewegungslos so. Also das Einzige, was sich rührt, ist das da und Ihre Kiefermuskulatur. Ist extrem lustvoll. Ja, in jedem Büro kann man sich mehr bewegen. Und wenn Sie jetzt aber einen Bürostuhl mit Rädern in ein Restaurant stellen würden, dann sagen Sie, bitte. Ja, geht einfach nicht. Sie werden da hineingezwängt und damit auch in eine Hierarchie gezwängt. Ja, es ist immer meine Lieblingsfrage bei Kindern, wo sitzt der Papa bei Tisch und ist er jemals in seinem Leben woanders gesessen? Also, nein. Es wird ganz klar manifestiert, die Hierarchie über die Tischordnung. Wer ist der Chef und wie funktioniert der Rest? Ich war, muss ich sagen, etwas überrascht, dass mir mal erklärt wurde, wie die Hierarchie bei österreichischen Staatsbanketten funktioniert. Also wer nach Protokoll wo sitzt. Ich meine, der Erste ist klar, ja? Das ist der Bundespräsident. Der Zweite ist auch klar, mehr oder weniger. Es ist seine Frau. Aber wer ist der Dritte? Also wer wäre der Dritte in der österreichischen Hierarchie des Staatsbanketts? Was glauben Sie? Bitte? Nein, so weit sind wir nicht. Aber nein, der Kanzler ist es eben nicht. Es ist der Kardinal. Ja, in einem demokratisch gewählten oder in einer Demokratie, auch Republik, bla bla bla, ist laut Protokoll der Kardinal die zweite Person des Staates. Würde bei Tisch manifestiert werden, im Falle dessen, dass beide gleichzeitig dort sind. Und das haben Sie natürlich in jedem privaten Haushalt auch. Ne? In Österreich gibt es dieses lustige Ding des Kindertischs, wo man dann am besten die Oma auch noch dazu sitzt. Ja? Man schaut halt, dass man auch die unwichtigeren, die tut man dann ein bisschen so nach hinten. Es funktioniert auch ganz gut. Und dann kann man aber auch hergehen und sagen, ihr kennt es mir alle, ja, mich interessiert das überhaupt nicht. Papa, du Trottel, geh mit deiner Tischgeschichte irgendwo hin. Ja, so quasi, wenn du deine Fies unter meinem Tisch hast, bla bla bla, oder grün wählende Dings in Oberösterreich. Kann man auch hergehen und sagen, ich bin jetzt vegan, zum Beispiel. Das ist eine klar politische Ansage, womit der Papa dann auch dazu gebracht hat, sagt, ist woanders. Ja? Ich will das nicht mehr. Man kann sozusagen auch dagegen sein und sich selbst aus der Tischgemeinschaft rausnehmen. Und dieser symbolische Wert, der ist schon von allerhöchster Bedeutung. Ja? Also wer würde jetzt schon einen Ausländer zum Essen erlauben? Ne? Also das ist schon eine ziemlich intensive Interaktion, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man mit jemandem gemeinsam isst. Und gleichzeitig ist es aber auch eine intensive Exklusion, die da ständig stattfindet. Dann geht es natürlich auch immer um diese Frage, Sie wissen auch, welche Räume sind zum Essen da und welche nicht. An manchen Stellen dürfen wir interessanterweise gar nicht essen. Und es wird dieses, jetzt habe ich mir ein Foto von da, dann gibt es natürlich auch stetig diese Frage, wann essen wir in der Mobilität? Das ist auch irgendwie frustrierend. Ja? Jeder Speisewagen ist frustrierend, im Flugzeug ist es eigentlich auch irgendwie komisch. Also wir essen immer eigentlich dort, wo wir uns fix positionieren. Und dann gibt es aber auch Orte, da dürfen wir das gar nicht. Als wir dieses Foto gemacht haben, ist tatsächlich ein Passant vorbeigegangen und gesagt, ihr blockiert am Parkplatz. Ja. Wäre auch rein grundsätzlich gar nicht erlaubt. Letztlich auch noch die Frage, welche Körperteile sind bedeckt und welche nicht. Ja? Helm muss man abnehmen, Fedehandschuhe auch, Schuhe aber zum Beispiel muss man unbedingt anhaben. Schultern müssen bedeckt sein, Bauch tendenziell auch. Und gemütlich ist das Ganze auch nicht unbedingt. Das ist übrigens Steindls Weinhaus, wer es kennt, also in Kinderspitalgasse. Eine sehr nette Geschichte. So. Und jetzt komme ich zu was, zum nächsten Punkt.
worauf wir im Laufe unserer Arbeit auch gekommen sind, es gibt nichts, absolut nichts, womit sie Menschen so sehr und so gut berühren können, wie mit Arbeiten mit dem Essen. Also sie haben sich schon amüsiert bei unseren Videos, aber wenn sie sich irgendwo hinstellen und irgendwie mit dem Essen zum Spüren anfangen, bleiben zumindest alle einmal stehen. Ja, sie können extrem gut provozieren, natürlich, sie können aber auch die Leute zur Interaktion bewegen. Und weil ich ja später doch über die Nachhaltigkeit sprechen werde, ist meiner Meinung nach auch die Idee, mit dem Essen zu arbeiten, etwas, womit wir uns in eine nachhaltigere Zukunft bewegen können und damit einmal einen Anfang machen können. Das haben wir in Mailand gemacht, in einem Kaufhaus bei Vollbetrieb. Und es ist wirklich so gut wie jeder stehen geblieben und hat einmal 10 Minuten auf. Und das war auch ganz lustig. Ich muss ein bisschen abkürzen. Das war eine Aktion, die wir im Wiener Markt gemacht haben. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil damit haben wir absolut überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine Art Viech. Ja. Wir haben 100 Kilo Würstel in ein Stahlgerüst hineingepackt, das mit rohem Brotteig zugedeckt und das dann mit einem Bunsenbrenner gebacken. Das ist ein bisschen so wie Zen-Buddhismus. Ja, da steht man ein paar Stunden und backt. Und dann haben wir im Wiener Mack, wer es geht, ist doch eher, sagen wir mal, ein eher bürgerliches Museum, haben wir die Leute gebeten, 300 Gäste, sie mögen doch im Museum quasi ein Kunstwerk schlachten, aufessen und eine Orgie feiern, sozusagen. Und wir waren uns todsicher, dass niemand, auch nur ein Stückerl dieses Dings anrühren wird, haben einen Transport organisiert, der Würstel und das Brot sind in die Wiener Gruft, damit nichts weggeschmissen wird. Dann haben die angefangen. Und diese 300, sagen wir eher bürgerlichen Gäste des Max, haben tatsächlich eine Orgie gefeiert und es ist nichts, null übrig geblieben. Die Leute haben vom Boden gefressen, wirklich. Ich bin daneben gestanden und habe mir gedacht, ich glaub's nicht. Ja, also wenn Sie mit Essen arbeiten, ja, Sie kennen ja das, Sie sitzen im Zirkus, dann kommt der Clown und holt Leute in die Manege. Niemand geht mit. Die Arena, nicht die Arena, das Auditorium ist leer. Ja? Jeder wird eins mit dem Stuhl, in dem er sitzt. Unsichtbar. Wenn Sie aber ein Stückchen Schokolade in die Mitte legen, kommen alle. Alle. Ja? Menschen sind wie Seehunde. Für was zum Essen tun wir alles. Und wir haben das dann auch einmal ausprobiert, wo es uns auch in die negative Richtung ging. Also zufällig am Aschermittwoch in Salzburg eine Performance gemacht und haben dann gesagt, okay, wir lassen unsere Gäste ästhetisch fasten. Und haben die Menschen aufgeteilt sozusagen in eine schwarze Seite und eine weiße Seite. Und die eine Seite hat dann den ganzen Abend lang nur weißes Essen gekriegt und die andere Seite hat den ganzen Abend lang nur schwarzes Essen gekriegt. Und die Idee war eigentlich, dass die Leute teilen. Ja, jeder hatte nämlich immer 2 Portionen und das waren so Bretteln, man hat die vorher gesehen, die dann quasi immer verbindend zwischen 2 gegenüberliegenden Sitzplätzen aufgelegt wurden. Ja, Salzburg natürlich, Salz am Tisch und bla bla bla, sehr, sehr symbolisch. Und das Problem war, es ist nicht aufgegangen, weil die Weißen haben die Schwarzen nichts gegeben. Wirklich. Also ich war fassungslos. Weil sie einfach gesagt haben, Schwarz ist grauslich, das wollen wir nicht. Ja? Und die haben aber auch nichts hergeben von ihrem Essen. So quasi, ich habe jetzt alt dafür. Und die Schwarzen waren so unglaublich sauer deswegen, dass mir die sogar aufs Klo noch gerannt sind, um mich zu beschimpfen. Das passiert normalerweise nur Barkeepern. Ja? Also was ich sagen will ist, Essen emotionalisiert extrem. Extrem. Und das ist auch wieder irgendwie cool dran. Man kann die Leute einfach zu allem bewegen. Das war auch eine Aktion in Salzburg. Ich habe da eine Publikumsbeschimpfung gemacht und die Leute haben alles mitgespielt, bei allem mitgespielt, nur um an diesem Tisch Platz nehmen zu dürfen und mitessen zu dürfen. Wir haben da ein bisschen vorgelesen und irgendwann hat sich diese Party verselbstständigt nach relativ kurzer Zeit, weil die Leute gefunden haben, es passt eh so. Also quasi, wir brauchen die scheiß Kunst gar nicht mehr. Kann auch schief gehen, das war ein Wohnzimmer, das wir im Victoria and Albert Museum aufgebaut haben
Und da waren dann, es wurde uns nicht gesagt, viel zu viele Leute, und die haben dann gefunden, Essen kaputt machen sei besser als Psychotherapie, und haben dann angefangen damit. Ja. Mit uns, bla bla bla. Und wir waren da drinnen, haben wir fast die Kontrolle verloren. Also Essen löst doch immer extrem starke Emotionen aus. Man sieht das dann noch einmal. Man kann aber auch sehr gut mit Menschen spielen, also sehr manipulativ. Das machen ja wir Künstler recht gern, wir manipulieren ein bisschen rum. Das war eine Performance, die wir in Bad Reichenhall gemacht haben, in Deutschland, letztes Jahr, glaube ich. Und man glaubt es ja kaum, wo Leute überall mitspielen. Da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, also da gab es immer drei, also als Vorspeise drei Geschichten, ein Stück Essiggurkel, glaube ich, ein Stück Speck und ein Stück Erdäpfel. Und die Leute haben Gummihandschuh gekriegt und die kannten sich aber auch nicht. Und haben gesagt, okay, jetzt finden wir raus, was ihr für Psyche habt. Na, eins von den drei Dingen füttert es eurem linken Nachbarn, eins von den drei Dingen füttert es eurem rechten Nachbarn und eins isst selber. Das haben sie natürlich nicht gemacht, zuerst. Dann habe ich gesagt, ich dachte, wir sind in Deutschland und da hält man sich an Regeln. Dann haben sie es gemacht. Und das Absurde war, dass die Leute dann tatsächlich irgendwie begonnen haben, also das war dann Teil der Aufgabe. Wir haben da in der Mitte einen großen Erdhaufen gehabt, da sind unsere Plastikskelette draufgelegen, also quasi ein Hühnengrab, und da hatten wir Erdäpfeln eingegraben, gekochte, und das war das Hauptgericht. Und haben gesagt, dann geht's da bitte hin und grabt euch Erdäpfeln aus. Und wissen Sie, was die für Freude gehabt haben? Die haben das so schön gefunden, nachher sind alle hergekommen, das war so toll, dass wir selber Erdäpfeln ausgraben haben können. Ja, wenn es Kunst ist, ist es total super. Wer wird auf dem Acker rausgehen, um Erdäpfel auszugraben? Ja, kein Mensch. Aber kaum ist das irgendwie erhöht, wie auch immer, oder man macht es im Abendkleid, wie man das sieht, ist das gleich was Tolles. Ich komme ein bisschen zurück zum Begriff Design. Also Sie haben das Video schon gesehen. Wir wurden vom MAC vor ein paar Jahren damit beauftragt, den Tisch des 21. Jahrhunderts im Museum darzustellen. Und wir haben dann gesagt, was ist denn eigentlich der Tisch des 21. Jahrhunderts? Wegwerfgeschirr. Ja. Wenn wir uns sozusagen auf Design etwas einbilden wollen, dann auf das, dass Design, ganz egal was es ist, wir haben das nur noch dazu, um es wegzuwerfen. Ja? Alles, was wir haben, sind Lebensabschnittspartner. Kennt man, Telefon. Na, nach zwei Wochen ist das Telefon alt, ja, braucht man schon ein neues, unbedingt. Und das ist natürlich bei allen anderen Sachen auch, und man glaubt kaum, wie viel Wegwerfgeschirr wir alltäglich verwenden. Ja. Es ist unglaublich, ja, jede Papierserviette, ständig sind wir damit konfrontiert, dass irgendwas, dass uns irgendwas in die Hand gegeben wird, was wir weghauen. Und das haben wir dann gesagt, das stellen wir auch im MAC so aus. Ja. Also das ist das Zeichen unserer Zeit. Und wenn man das jetzt mit dem Begriff Innovation in Zusammenhang bringt. Sie werden heute wahrscheinlich noch das Vergnügen haben, Harald Welzer zu hören am Nachmittag, der sagt, was ist Innovation und was ist Fortschritt? Fortschritt ist, was die Gesellschaft wirklich weiterbringt. Innovation ist etwas, was ganz wenigen Menschen mehr Geld bringt, was man möglicherweise aber nicht so wirklich braucht. Ja, das ist mit Sicherheit eines der innovativsten Produkte überhaupt. Es ist echt geil, es funktioniert, ja. Es hat alles drin, was ich vorher gesagt habe. Es ist funktional, es ist mythologisch, man hat 365 Tage im Jahr Ostern, es ist immer ein kleines Geschenk drin, das man sofort nachher wegschmeißt. Also es ist alles da. Aber es ist Palmöl, es ist Plastik, es ist Erdöl und so weiter. Und ich habe mal die Verkaufszahlen gelesen von Ferrero, es ist unfassbar. Also aus designerischer Perspektive im klassischen Sinn ist das eines der gelungensten Produkte, das es gibt. So ähnlich wie das da. Es funktioniert perfekt. Die Frage ist, ist es Fortschritt? Und jetzt komme ich noch einmal zu dieser These zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Sie sind Industriedesign. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Ja? Wenn man in den Supermarkt geht und immer glaubt, es muss immer dasselbe geben, dann ist das mit einer nachhaltigen Landwirtschaft, einer nachhaltigen Produktion schlichtweg nicht möglich. Ja, weil es sind einfach nicht das ganze Jahr über Tomaten reif. Es ist nicht so. Und das betrifft nicht nur Tomaten. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiterspinnt und sagt, keine Zelle in ihrem Körper ist älter als 7 Jahre, und angeblich ist das wirklich so, dann sind sie wirklich, was sie essen. Also, sie sind Industriedesign. Ja? Das Stillleben unserer Zeit
ein Bräugel oder wie auch immer, schaut heute so aus. Das sind wir. Ja, das ist das, was wir sozusagen in uns hineinstopfen. Wir sind das Ergebnis von Laborgeschichten, bla bla bla. Die Frage ist nur, ist das denn wirklich Design? Oder ist Design nicht die Summe aller Aspekte, die rund um Produktionsprozesse, wie auch immer kulturelle Prozesse, drinnen sind? Ist nur wichtig, was in diesem Wagerl liegt, oder ist auch wichtig, was drumherum passiert? Und diese Frage müssen wir uns natürlich schon gefallen lassen. Also auch wenn wir über Green Europe oder so diskutieren, dann müssen wir halt schon fragen, Entschuldigung, aber wo wird jetzt eigentlich das Viehfutter produziert? Ja, Sie kennen vielleicht die Videos von dem neuen Wutbauern, die finde ich persönlich ja ganz cool, ja, aber wenn der Amazonas brennt, dann brennt der ja nicht, weil es dort warm werden soll. Ja, so Kaminfeuer ein bisschen oder Krümmer uns einmal was. Der brennt ja dafür, damit dort dann Soja produziert werden kann. Und das Soja wird ja auch nicht für den Tofu produziert, sondern das Soja wird produziert, um Viehfutter zu sein für Europa und die USA. Deswegen brennt das Ding. Und dessen müssen wir uns gewahr sein. Es ist also, wenn man so will, so, dass uns das Wasser bis zum Halse steht. Man kann aber auch sagen, Punkt, 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 jetzt lasse ich noch mal ein paar Sekunden. Ein bisschen fad am Anfang, ich weiß nicht. Kaffee Landmann macht alles, wenn man dafür zahlt. War wirklich sehr gute Schokolade. Man kann also auch sagen, wir essen unsere Zukunft selbst. Also wir essen uns selber auf durch Überproduktion und so weiter und so weiter. Ich meine, es ist ja absurd, ja? Wir reden die ganze Zeit vom Wirtschaftswachstum, haben eine schrumpfende Bevölkerung. Ja, wir wollen in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelproduktion pro Jahr 2-3% mehr produzieren, werden aber weniger Menschen. Und dann regen wir uns auf, dass die Greta angeblich keine Ahnung hat, wenn sie sagt, der Wirtschaftswachstum sei ein Märchen. Also das sind schon so Dinge, die sollten wir vielleicht einmal bedenken. Ja, wenn wir unbedingt zu viel produzieren müssen, okay, dann bringen wir es halt vielleicht woanders hin, tun wir aber auch nicht. Oder nur so, indem wir andere Märkte ruinieren. Also es geht nicht nur um das Klima, sondern wenn wir diese Externalitätenfrage betrachten, geht es halt auch darum, wo wird zum Beispiel Gewalt ausgeübt und wie. Ja, also das, was man da so sieht, ja, das ist so wunderbares Achenoa-Gemüse, aber das ist ja alles so ganz museal mittlerweile. Die Realität unserer Zeit sieht so aus, wie oben auf diesem schönen Altar. Und dabei ist es ja auch so, und das ist ja eine der absurdesten Geschichten überhaupt, dass alles Essen kommt aus der Erde. Die machen wir jeden Tag, machen wir ein bisschen weniger davon. 11 Fußballfelder, glaube ich, in Österreich werden pro Tag versiegelt. Also die Fläche von 11 Fußballfeldern. So, und jetzt kommen wir natürlich irgendwo zu dem Punkt, dass ich denke, naja, ich meine, schon wieder einer, der steht da oben, sudert, 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 sudert. Ja, diese depperten Künstler haben nichts anderes im Hirn als jammern. Ja, das ist das Problem, lesen macht schlechte Laune manchmal. Gut. Aber jetzt stellt sich natürlich schon auch die Frage, können wir etwas tun? Können wir nicht darüber nachdenken, die Welt zu verbessern? Können wir schon. Und jetzt komme ich mit meinem Kulturbegriff ins Spiel. Ich bin nämlich der Meinung, dass uns Kultur daran hindert, nachhaltig zu leben. Es ist nicht nur das Unwissen. Ja, wir wissen auch, dass Rauchen schädlich ist. Tut es trotzdem. Also ich habe es zumindest einige Jahre lang gemacht. Ich weiß auch, dass Alkohol nicht besonders gesund ist. Zum Beispiel. Oder Fleisch essen. Ich weiß so vieles. Aber es fällt mir extrem schwer, mich zu ändern. Weil wir, und das habe ich vorher auch mit den E-Design-Sachen versucht darzustellen, ganz extrem in einer Kultur verwachsen sind und nachhaltig zu sein, ist so unglaublich peinlich. Oder so unglaublich anstrengend. Na, wenn man dann irgendwo dabei sitzt und sagt, Entschuldigung, aber ich fliege jetzt nicht wohin, sagt, jetzt fange ich jetzt schon wieder mit dem Scheiß an. Ja? Ich mache jetzt ein Projekt in Mailand,
zum Thema nachhaltiges Essen, und das war tatsächlich ein bisschen ein Problem mit dem Forschungszentrum, weil ich gesagt habe, ich würde gerne mit dem Zug kommen. Das kann das Forschungszentrum nicht gescheit abrechnen. Zum Beispiel. Und worauf ich hinaus will, ist, es gibt so allerhand Werte, die unser Leben so beeinflussen. Ein Wert zum Beispiel ist die Hygiene. Also ich meine, ich finde die Hygiene extrem wichtig. Wirklich. Und aber manchmal geht es geht's halt schon eine Spur weit. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist ja, wissen Sie, warum man in Italien Plastikhandschuhe anziehen muss, wenn man Gemüse aus den Facheln nimmt? Das kommt daher, weil im Supermarkt die Verantwortung der Ware beim Supermarkt liegt. Und wenn Sie zum Beispiel einen Apfel angreifen, die Finger abschlecken, dann nehmen Sie die Pestizide, die auf dem Apfel drauf sind, in den Mund. Ja, ist möglicherweise auf Dauer nicht ganz gesund. Und weil aber der Apfel in dem Moment dem Supermarkt gehört und nicht Ihnen, weil Sie ihn ja noch nicht gekauft haben, ist quasi der Supermarkt schuld, wenn Sie Pestizide in den Mund nehmen. Deswegen müssen Sie einen Plastikhandschuh, den Sie nachher wegschmeißen, anziehen, das ist Haftungsfrage. Wenn Sie ihn dann gekauft haben, ist es wurscht, weil dann ist er Ihrer, dann ist es Ihre Verantwortung. Klar soweit? Und das durchdringt ganz viele Lebensbereiche. Was ich persönlich immer am geilsten finde, das ist, wenn man in einen Supermarkt geht und sich einmal so die Bioprodukte dort anschaut, also speziell bei den Obst- und Gemüsesachen, sind alle verpackt. Alle. Unverpackt sind nur die Nicht-Bio-Sachen. Da haben wir mit so einer Filialleiterin gesprochen, die hat gesagt, ja, das Problem ist, dass sich die Bio-Konsumenten vor den anderen Bio-Konsumenten mehr grausen als die konventionellen Konsumenten vor den anderen konventionellen Konsumenten. Also Bio eh, aber... Ja, das ist jetzt noch einmal ein kleines Video. Ich weiß, ich komme langsam ein bisschen über die Zeit drüber. Aber es geht nicht nur um den Klimawandel und um die Versauerung und den ganzen Käse, sondern es geht natürlich schon auch darum, dass auch strukturelle Gewalt ausgeübt wird, um den Lebensmittelbetrieb aufrechtzuerhalten. Und wenn wir von Flüchtlingskrisen reden zum Beispiel, und uns darüber aufregen oder irgendwelche Routen schließen, dann muss man sich schon die Frage stellen, gangert es nicht auch, dass man einfach die Leute weniger wegnimmt? Ja, also dass der Abbau, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, das heißt Hinter uns die Sintflut über Externalitäten, das besagt, dass wir leben von Sklaverei. Und zwar ganz massiv. Und das beginnt dabei, dass die wichtigste österreichische Catering-Firma zum Beispiel, die lässt 80% der Gastronomie, fast alle Kindergärten, Spitäler, Altenheime, die lässt zum Beispiel in Thailand panieren. Ja, die schickt dort die Backhändler hin und die Bresel und so, und die werden dort paniert, das ist billiger. Kostet nur 50 Cent pro Tag, so eine Paniererin. Ja, jetzt kann man sagen, na, es geht ihr besser als vorher. Kann man auch nicht sagen. Ja? Oder die berühmten Nordseegraben, bla 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 bla. Von Landraub will ich noch gar nicht reden. Und das Coole ist ja, wir lassen das ja zu. Also wir lassen uns quasi auch von der Industrie, wenn man so will, füttern. Ja? Wir hinterfragen das ja auch nicht. Also wir diskutieren jedes scheiß neue iPhone. Ja? Ob das jetzt gutes oder schlechtes Design ist, bla bla bla, wie das ausschaut. Bla. Aber beim Essen diskutieren wir eigentlich kaum. Also da akzeptieren wir, dass es so ist, wie es ist. Wir werden gefüttert. Das ist echt unangenehm, sowas. Und ich glaube, da sollten wir einfach auch unsere alten Korsette einfach ein bisschen über Bord werfen und einmal was probieren. Noch einmal zu dieser Frage der Werte. Ich habe die Hostie schon gezeigt, aber Fleischverzehr ist tatsächlich ein Problem. Und ich persönlich glaube, es geht nicht, indem wir jetzt hergehen und sagen, wir müssen alle verzichten. Also Verzichtsethik gibt es seit mindestens dem Beginn des Christentums. Hat noch nie funktioniert. Wer will denn schon verzichten? Also ist ja ein Schwachsinn, der Verzicht. Aber das Problem, dass das Fleisch hat, ist, es ist das mit Abstand wertvollste Lebensmittel, das es gibt. Zumindest wird das so gehandhabt in unserer Kultur. Und nur um das aus einer sehr persönlichen Perspektive zu erzählen, ich lade jedes Jahr meine besten Freunde einmal im Sommer zum Grillen ein. Ja, das ist meine Familie nicht da und das ist quasi, ja, eh. Ne? Und das heißt Fleisch am Dach. Und am Anfang habe ich noch Salate gemacht und Beilagen und bla bla bla. Und irgendwann bin ich draufgekommen, das ist halt eine Männerrunde. Was macht eine Männerrunde? Fleisch und Bier und aus. Alles andere bleibt über.
Und es ist auch nur noch so. Und wenn ich einmal Karotten auf den Griller legen würde, dann wird das jeder lustig finden, so quasi, ja, der Martin hat wieder Dings, aber nächstes Jahr kommt keiner mehr. Und ich trage das auch in mir. Ja? Ich habe Verhaltensweisen in mir, wo es mir extrem schwer fällt, aus kulturellen Gründen da rauszukommen. Ja? Wenn ich jetzt ein Buch über das Putzen schreibe, was ich tatsächlich gerade mache, dann kann ich mich theoretisch nur so viel über Ungleichheit aufregen. Meine Frau putzt trotzdem mehr. Es ist ehrlicherweise so. Und genauso ist es so, dass ich als gelernter österreichischer Mann in einem Wirtshaus, wenn ich mir hinsitze, automatisch auf die Fleischspeisen schaue und ich wirklich, wirklich, wirklich Überwindung brauche, um vegetarisch zu bestellen. Das ist Kultur. Und da müssen wir daran arbeiten, dass das Gemüse einen ähnlichen Wert bekommt wie das Fleisch. Und nicht, also man muss das Gemüse auf und nicht das Fleisch abwerten. Eine andere Geschichte ist die meine geliebte Fettfrage. Ja, wir haben ein Fett, das tötet sie innerhalb von 20 Millisekunden. Qualvoll. Das ist tierisches Fett. Das ist unglaublich arg. Echt. Ja, und dann gibt es ein anderes Fett, das macht sie mindestens 120 Jahre alt, schön, potent, reich, alles. Das ist Olivenöl, wenn es aus Italien kommt. Das ist so. Also Sie können ein 3-Stecker Schnitzel essen und es ist gesund, solange es nicht im Schweineschmalz gemacht worden ist. Wenn Sie aber Krautfleckerl machen und ein bisschen Speck drauf geben, dann weiß, ist das tödlich. Und es ist nicht bewiesen oder so. Aber es ist in unserer Kultur so drin, dass halt einfach das tierische Fett, es geht nicht mehr. Und wenn wir jetzt über Food Waste reden, ja, das große Problem, dann ist Food Waste nicht nur das, dass wir zu viel einkaufen, bla bla bla, sondern dass wir einfach viele, viele, viele Lebensmittel als minderwertig betrachten und deswegen wegschmeißen. Und dazu gehört auch tierisches Fett. Also die Gesundheit ist ein Wert, ein kultureller Wert, der auch zu gröberen ökologischen Problemen führt. Was wir da machen, das haben wir tatsächlich gesehen in einem Hotel in Italien, da hat sich eine Frau wirklich 6 hartgekochte Eier bestellt und genau das gemacht. Sie hat aus gesundheitlichen Gründen die Dotter weggegeben. Und zwar nicht einfach so weg, dass man sagt, in der Küche könnte man sie ja noch verwenden, sondern sie hat genau das gemacht, sie hat mit den Schalen zerstampft und in den Tischmistkübel geschmissen, weil es schädlich ist. Also wenn wir über Food Waste reden, brauchen wir eine Diskussion über Kultur. Oder, was ich schon angesprochen habe, die Aufwertung von Gemüse. Ja, Gemüse liegt zwar immer im Supermarkt an erster Stelle, was ja auch absurd ist. Ja, warum gibt man das Weichste, Empfindlichste, was es gibt, gleich am Beginn in den Einkaufswagen? Ich sage Ihnen das, warum? Weil wir eh keins rein tun. Es ist so wie der Piratenkapitän, der in seiner Kajüte sitzt und da ist eine riesige Obstschale, immer. Ja, das ist total super. So schönes Obst und Gemüse liegt dort beim Piratenkapitän in der Kabine und dann isst er Fleisch. Er greift gar nicht hin. Also das ist eigentlich so ein bisschen Deko. Ja? Also das Gemüse ist super, da sieht man, hey, darauf stehen wir optisch. Jetzt muss ich wirklich anzahnen. Noch einmal auch diese Frage, ja, was ist denn konventionell, was ist biologisch? Ich meine, allein das ist ja schon ein Wahnsinn. Ja? Also diese Geschichte, das ist eine Landwirtschaft, die Giftstoffe verwendet, ist konventionell. Und man kann von Herbizide und Insektizide halten, was man will, aber sie sind per se dazu gemacht, um Lebewesen zu töten. Punkt. Jetzt kann man sagen, man braucht es, um die Welt zu ernähren, kann man sagen, bin auch gerne bereit für Diskussionen. Aber man kann nicht sagen, es ist total ungefährlich, weil das ist es nicht. Und das ist das, was für uns auch ein essentieller Punkt ist, das ist nämlich etwas, was mich wirklich auf die Weißglut treibt. Zur Weißglut treibt, das ist dann, wenn jemand sagt, das Bio ist ein Bobo-Thema. Es hat nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, weil es ist eh unbedenklich, das Glyphosat. Ja, es ist vielleicht für den Konsumenten unbedenklich, aber nicht für die Sklaven, die das ausbringen zum Beispiel, die Gefäße befüllen, die ernten, keine Ahnung, ja, die Gefäße reinigen und so weiter und so weiter. Die kriegen das in Dosen, die unfassbar groß ist und für die ist es sehr wohl krebserregend.
Um kurz noch bei den Werten zu bleiben, man sollte es auch, wenn man über Saisonalität, ich meine, das sind ja auch immer so wunderbare Schlagworte, ja, das finde ich immer so toll, okay, der Spargel. Also wir leben jetzt total saisonal, weil wir essen eigentlich nur noch die Erdbeeren zur Saison. Dann ist man schon saisonal. Wenn man sich bei Erdbeeren, Spargel und Kürbis, das sind die drei Geschichten, wo man sich saisonal verhält. Alles andere, ich meine, dass man dann auf die Pizza trotzdem Tomaten drauf gibt, weil es nicht anders geht, weil man das einfach nicht in die Birne reinkriegt, dass eine Pizza ohne Tomaten und Mozzarella funktionieren kann, das ist wieder eine kulturelle Frage. So, jetzt kommt, glaube ich, noch. Ich bin fast fertig. Meine Lieblingsgeschichte, die ich fast ein bisschen so ohne Worte jetzt noch auf Sie eintremmel, das haben wir in der City Farm gemacht von Wolfgang Palme, eine meiner Meinung nach wahnsinnig gute Institution, die dort leider ausziehen musste, wo sie war. Das ist der Wolfgang Palme, das ist einer der ambitioniertesten Menschen, die ich kenne, was Gemüse betrifft, von dem ich auch gelernt habe persönlich, dass das ja alles gar nicht so leicht ist, weil man kann ja über alte Kultursorten diskutieren, aber bei vielen weiß man gar nicht mehr, wie man die tatsächlich anpflanzt und mit was und wann die reif werden und was die für einen Boden brauchen. Und der Wolfgang Palme forscht an dem und wir haben dann mit ihm gemeinsam dieses kleine Format entwickelt und ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Erde gegessen wie während dieses Videodrehs. Aber es ist uns auch wichtig, auf diese Weise darauf hinzuweisen, dass es solche wunderbaren Institutionen wie die City Farm oder die Arche Noah und so weiter gibt und natürlich oder die Bioschanze oder keine Ahnung. Aber andererseits halt auch, um darauf hinzuweisen, dass es unglaublich schwierig ist, davon wegzukommen. Sie lachen drüber und natürlich ist es lachhaft, aber wir haben halt das, was ich auch in den Eingangsvideos schon zeigen wollte. Wir sind damit konfrontiert, dass unsere Kultur halt ein ganz anderes Benehmen vorsieht als ein solches und dass halt das Sitzen, das kultivierte Sitzen in der Natur eigentlich nicht möglich ist. Also Natur gibt es ja nicht, aber naja, in diesem Sinne danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es gab ja, glaube ich, gar nicht noch weiter, aber das lassen wir jetzt und gehe noch einmal auf das da zurück und das lassen wir jetzt einfach laufen. Weil das soll jetzt, das ist eine Arbeit, die wir fürs Victoria and Albert Museum gemacht haben. Das soll noch einmal ein bisschen darauf hinweisen, dass wir kulturell einfach unglaublich antinachhaltig eingestellt sind und dass es uns so schwerfällt, daraus hervorzugehen. Und ich würde Sie gerne alle einladen und hoffentlich auch heute am Nachmittag das mit Harald Welzer, das nachhaltige Narrative entwickelt werden, also Visionen, positive Visionen, wenn man so will, die aus einem Gedankengut, das glaube ich zwingend notwendig ist, eine gute Geschichte machen und eine nachvollziehbare Geschichte machen und die auch nicht permanent lächerlich gemacht werden oder ins Illegale gezogen oder ins Verrückte oder wie auch immer, ja, weil das ist schon nach wie vor ein Problem, dass wenn immer man nicht mitschwimmt, ist man sofort der Feind. Und dass da zum Beispiel die Zukunft, mache ich immer mit Studenten, frage ich immer, was ist Zukunft, was ist alternativ? Zukunft sind immer Roboter. Und eine Nachhaltigkeit ist immer alternativ. Das müssen wir ändern, glaube ich. Ja, weil sonst kommen wir nicht weiter. Aber ich glaube nicht daran, dass Roboter Zukunft sind. Danke.